Fasziniert, was die so eine Ausrüstung aufgebaut haben. Aber das war halt groß, das war noch richtig. Ich stehe mal die Würmer von der Ausrüstung. Ich hatte auch gedacht, weil wir so einfach jetzt nicht immer draufklicken. Die fahren meistens sind die Eifel, wenn die richtig stehen. Ja, die Walachei, wo nichts ist. So. Und hier ist der beste Kunstführer im Saarland mit der, mit der Lichtverfassung ist am Nürnberger Talsperre. Ist am dunkelsten. Es gibt ja so ein Kahl, der Reichverluße. Okay. Da kann man gucken. Ja, hier strahlt schon wirklich einiges, das stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt. Sonne merkt sich. Gut, wir haben auch 15, 16 Sekunden gestanden. Alles erstrahlt da unten noch, allein schon das Haus. Ne? Ja. Viel los hier. Hier ist wenig los. Ich war mal morgens hier, haben wir mit 60 Leuten gestanden. Während Corona. Egal, eine Reihe hintereinander wahrscheinlich. Ja, hier voll, da hinten ja. Voll, da unten voll. Vorne, da unten ist noch irgendwo so ein Felsen, da will ich mal hin, aber da war es mir gemeint zu dunkel. Ganz unten. So ein Vorsprung, da kann man. Ich habe schon irgendwie die Vermutung, dass halt Corona mehr Fotos gemacht hat als vorher. Kann sein, ja. Ich habe auf einmal so viele neue Accounts im Internet gesehen. Mit Sicherheit. Und bei den Temperaturen eher Glühwein. Oder Glühwein, ja.
Glühwein und Waffe. Glühwein und Waffe, das wäre wirklich, glaube ich, der Renner. Das sind zwei Systeme, dass ich rennen kann. Der Himmel gar nicht belichtet, ne? Ja. Der Überblick ist ja nicht. Warte, da kann man fast meinen schwer rein. Aber so gut, dass ich später noch Leute mit Hunden gucke. Aber da war echt keiner, da war zu kalt. Wir haben ja viel nicht fotografiert und viel gezittert. Bei so kalten Temperaturen, wenn noch ein Filter anfängt zu hantieren, dann ist es vorbei. Das war mein erstes Schlafzimmer mit zu sehen. Thank you.
so. Ich bin groß, ich kann die Hälfte von hinten. Hier bei dem. 42. Hat hohe Nachteile. Mit der 380 am B groß. Auf der Rinsegruppe ist es. Grandios. Ne? Ach, schon wieder, das ist schon heftig. Auch normal der Sau, ne? Thank you.
Ja, meiner ist auch schon die Hälfte runtergefahren. Ja, die hören die Frist hier ab, das ist ja hinten raus. Schau noch die Pläne, die F50. Das hat eine Zweier.
Ja, 2, ja. Okay. Du frisst ja Akkus wie... Also die 3er geht. Die hat aber schon eine große Akku, die haben wir da. Ja, scheinbar noch die 50er Akku. Ja, ich hatte vorher auch die 2er, hab jetzt die 3er und da brauchen wir eigentlich nur noch die Hälfte an Akkus. Ja. Ich habe schon auch überlegt, aber Geld ist mal... Gut, der Autofokus, der ist halt klasse, besser. Aber bei der Saarschleife ist egal, der Autofokus. Ja. Die ganzen Vögel, die hier hinzufangen sind. Ja, schon eine Welt, ein Unterschied. Also auch für der normale 7-3. Aber ich brauche es halt jetzt für die. Gut, ich habe jetzt auch keine R3. Ich habe nur die normale 3. Ach, ich wollte halt die 42 Megapixel haben. Aber die R3 und ich glaube die 3er, die haben das gleiche Autofokus-System. Ich glaube, das ist also brutal. Ne, mit dem die hat zwar auch Augen, Autofokus, alles, aber funktioniert bei weitem nicht so gut. Aber ich fotografiere wenig Menschen. Gut, dass die 42 Megapixel haben. Ich bin halt total erschrocken, wie ich erst mal Leid drum, das erste Foto aufgemacht habe, dann haben die Slider hochgezogen, ist aber rumgefallen. Also muss ich sagen, das war für mich ein Erlebnis mit dem rückseitig illuminierten, wie ich rückseitig illuminierten Sender, das ist Hammer. Also vom Dynamikumfang zu meiner alten kennen, ich hatte meine alte 760D, okay, habe schon einen Slider gezogen, okay, jetzt rauscht jetzt, dann habe ich gezogen, nichts, alles gezogen. Aber auch letztendlich der Grund, warum ich mal die kaufe. Also ich hatte jetzt Anfang des Jahres von der 2er auf die 3er gewechselt und habe schon gedacht, was ist das, ein Riesensprung dazwischen. Ja, Wahnsinn, ja. Also ich glaube, da geht auch nicht mehr viel mit den Sensoren. Die würden das nächste machen sie über die Prozessoren, dass die besser und schneller gehen. Das kann gut sein. Ja. Warum macht iPhone macht die geilsten Fotos? Nicht, weil die Linse besser sind, weil die Software brutal gut ist, oder? Ja, ja. Die Linse ist wahrscheinlich das Billigste, was sie am Markt gefunden haben. Ja, aber die Software ist so brutal gut. Ja, das ist das, sag ich immer. Das ist halt in Software-Spiele, die bauen ihren bei Handys. Ne? Aber im Prinzip ist das ja Software unternommen. Das sieht bei der Kamera so auch kommt. Das ist ja bei der neuen, bei dieser A1 oder wie sie heißt. Ja. Also Prozessor drin, der ist 8-mal so schnell wie der Ouster. Gut, die kostet aber auch. Ja, ich sage immer von der Technik. Ja, das ja. Die Zukunft, denke ich, das geht fast stimmig über die Sensoren, die Objektive, die wird sich viel ändern mit den Prozessoren. Das kann gut sein. Wenn du anders hältst du ein Handy hin, dann machst du das geilste Foto und hast ein Fotoapparat vor 5000 Euro. Der kriegt mit JPEG nicht geregelt, sage ich jetzt mal. Das ist gut Deutsch. Ja. Da wird einiges passieren.
was halt auch der Laie bereit ist, viel Geld auszugeben. Warum kann ich mir keinen Spiegelloser kaufen? Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, was die Dreier raushauen kann an Serientötfolgen. Ja, da bin ich leider beschränkt. Ne? Ja. Ich, die A9, glaub, die ballert ja 25 oder 24 Spieler. Ja, die hat doppelte von der. Und ja, verrückt. Ja. Sag mal, mit meiner kleinen Tochter ist das halt schon geil. Wenn die am Springen ist, dann macht halt mal 20 Fotos. Aber ein Auto, Vogel, brauchst du gar nicht gucken, hältst du so drauf. Das ist schon geil. Also schon, was macht denn die pro Sekunde? 15, glaube ich, pro Sekunde. Heftig, ja. Die speichert das aber halt auch noch. Die speichert dann noch. Ja, ja. Da steht zwar hin, also ich kann da gerade einmal. Noch mal ein bisschen hier. Die Verschlusszeit, sonst macht das keinen Sinn. Okay. Ach so. Die Speicherkarte drin. Jetzt speichert er erstmal noch gerade 20 Bilder. Okay. Und das im Rohr, ne? Und das im Rohr. Zackig, ne? Voller Auflösung, ja. Und ich kann halt auch eigentlich immer noch weitermachen. Also. Oh nee. Da darf ich daheim alles mit erzählen. Also ist ja Geld schon wert, da muss man einfach sagen, ne? Damals das Video geguckt von Grolop und Gas, dann hat die ja so gefeiert, die R2, und heute steht erstmal, manchmal die mal ausgeliehen. Deswegen, ich muss die mal versuchen. Das ist eigentlich für Hobby, ist eigentlich verrückt. Stimmt. Wir gehen auf den Fußballplatz, die anderen spielen Tennis. Wenn man so genau drüber nachdenkt, ist das ja eigentlich alles verrückt, also egal was. Gut, ich sag mal so, je nachdem, wo man die Bilder hochlädt, sind halt. Das sind 45 Megapixel, ein bisschen viel, oder? Ja, die Bearbeitung ist mühsig. Die Dateien haben so um die 90 MB, zwischen 85 und 90. Ja, das sind hier schon 50. Also. Ja, da hast du schon, das ist mühsig. Aber also, du brauchst schon einen Rechner, wo Power hat. Auch für die Bilder Rinseladen bearbeiten, das dauert alles immer ein bisschen länger. Wie gesagt, wie ich am Regler ziehen, ich muss immer 2 Sekunden warten, bis der Regler ist. Und ich habe noch einen hochauflösenden Bildschirm, ich habe extra einen Fotografenmonitor. Ja. Und ja, da merke ich halt einfach. Will ich ausflippen, wenn der so verzögert reagieren will? Da muss man, so bewegt man sich dann. Oder bin ich, wenn ich mit dem Alter wird man ruhiger. Ich habe also ich habe jetzt Belichtungsreihen gemacht, da werde ich heute Morgen zusammenrechnen. Da braucht er manchmal für die Bilder zusammenzurechnen, braucht er 2-3 Minuten für 3 Bilder zusammenzurechnen. Ja, ja. Das ist halt, da sind halt die Megapixel mies, aber da drin kroppen, das ist so geil. Weil ich gucke in groß. Ich gucke viele Meter 20 mal 60. Ja gut, ich sag mal, da kann man eine Hauswand bedrucken. Ne? Ja, das sieht schon. Kein Mensch braucht 42 Megapixel, gar kein Thema. Aber ich finde es halt einfach geil, da kann ich halt drin schneiden und ja, ich kann die Hälfte wegschneiden. Auch der Hobbymensch meint dann, er sagt, dass der braucht den. Ich brauche schon mal, brauche ich die nicht. Ich hab ja. Der Frau hat es geglaubt, ich brauche das ganz dringend. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch überlegt, eine R3 zu kaufen, aber es wären nachher 1000 Euro mehr gewesen. Ja. Und da habe ich mal ein paar Videos geguckt und haben die, sag ich mal, wenn die Profis sagen, man braucht es nicht unbedingt. Man braucht es alles. Also es gibt Situationen, da bin ich wirklich froh, dass ich die habe, aber sag mal, von 10 Bilder bei 9 Stück brauche ich jetzt 42 Megapixel nicht. Und gerade, wie gesagt, wo sie hochladen, wenn sie nicht druckst, wenn sie nur ein Bildschirm guckst oder bei Instagram hochladen, da kannst du mit dem Handy machen. Ja. Aber gerade wenn man für Kinder, finde ich die R3 besser. Wie gesagt, wegen dem Augenautofokus, ne? Oder wegen dem Tracking auch, das ist einfach egal. Ja, also im Vergleich zu 2er am selben Objektiv war ich echt überrascht. Also. Ja. Die 2er war hinterher so schnell verkauft. Ja, ich hatte die 1, die Uhr 7er gehabt. Ja. Das war wirklich eine Mühle. Das war eine Kaffeemühle. Ja, und dann bin ich direkt auf die R2 gewechselt. Von der klassischen, da war natürlich auch für mich Sprungwelten. Ne? Ja. Ja. Ich behalte die noch ein bisschen. Nee, ein Bekannter von mir, der hatte
die A7-1 gekauft, weil da wusste ich, ich habe eine 2er. Da habe ich gesagt, naja, pass auf, die ist wesentlich schlechter wie meine. Und der hat eigentlich eine Fujifilm und hat hinterher, also die Sony hat er gesagt, das ging gar nicht, der hat die verkauft. Ja, ja. Und der Bildstabilisator okay. Noch nicht, der ist er, dann war bei der 2er, da war auch noch nicht dieser Backside Illuminated Sensor war noch nicht drin. Und das war wirklich der Sprung, dieser Sensor abgeholt. Ja. Das wurde auch bei mir ausgemacht, warum ich gesagt habe, ich wechsle jetzt. Aber ich habe die für einen Haufen Geld noch verkauft, meine. Okay. Ja, ich habe die Body nackig verkauft, also ich muss sagen. Die sind momentan neu, wenn jetzt bei Amazon gehst, die kostet immer noch 1000. Da lege ich jetzt 700 Euro drauf, da kriegst du schon, was kostet die jetzt? Also ich habe für meine, ich habe sie mit Sony Cashback für 1500 gekriegt. Ja, der Wahnsinn, ne? Also, ich verkaufe lieber Amazon für 999 die Einser, also. Ja, ich gucke also die Preise, ne? Ja, ja. Dieses Level ist. Die ist eigentlich relativ stabil, keine Ahnung wieso. Ich würde die im Leben nicht kaufen. Oder jetzt nicht mehr kaufen. Ich gehe sogar davon aus, dass im Sommer die 4er kommen. Ja, das war das, wo ich noch überlegt hatte. Soll ich jetzt warten? Oder? Ja. Ja, dann kam halt dieses tolle Cashback. Also waren eigentlich 1800 irgendwas und dann 300 Euro Cashback. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Das Angebot, da kommt nicht noch. Genau. Ja, ich habe die hier auch bei Foto Hammer. Da war auch so eine Cashback-Aktion. Ja. Da ich hier auch kaufe. Nee, sag mal, wenn die 4er rauskommt, dann, sag mal, dann verkaufe viel ihre 3er. Dann gucke ich, ob ich nicht eine gute, günstige, gebrauchte 3er bekomme. Ne? Ja. So als, wie gesagt, für den Fokus. Ich habe lange kennen gehabt, über 10 Jahre, 15 Jahre. Jo, dann ja gut, die haben ja mittlerweile extrem abgebaut, hat man so gehört. Total, total. Dann habe ich mir die, dann, wie ich damals stand halt zur Entscheidung, dass gerade die R rauskommen. Vom Preis, da war ich da, die waren ein Stück teurer, aber dann die Objektive, da musst du alles adaptieren, dann haben sie keine Objektive gehabt. Ich hatte zwar die Canon-Objektive, aber das ist schon, also ich behaupte nicht, ich selber als Laie sehe den Unterschied, wenn man mal sagt, man kann alte Objektive adaptieren. Ich sehe ein altes Objektiv, das hat einfach die Auflösung nicht drin. Ja. Und dann die RF-Objektive, die sind ja so teuer. Ich habe gemeint, Sony könnte man nicht mehr toppen, doch. Ja, eine Bekannte von mir hat auch schon gesagt, weil ich so ein bisschen geflucht habe, dass die Sony-Objektive so teuer sind. Und ja, sie hat Canon schon seit Jahren, die hat die ganzen Objektive. Jetzt hat sie auch mal geguckt, weil ihre das ist ja 5D Mark III ist ein bisschen in die Jahre gekommen, hat gesagt, wenn ich jetzt Objektive kaufen müsste bei Canon, würdest du nicht mehr machen. Ja, ist zu teuer. Jetzt, ich habe hier die ganze Linie von Tamron, ja. Das 17, 28, das 28, 75. 75 statt 28, 200 habe ich jetzt auf die Kante, 800.000 Euro. Ja. Ja. Weil ich, was mir jetzt, was ich noch haben will, das ist da 200, 600. Ja. Das gibt es momentan für 1700 Euro. Okay. Der G-Master. Weil der zweite Stecker fährt von mir deswegen auch die hohen Megapixel. Ich mache viel Vogelfotografie. Und deswegen habe ich auch die 42 gebraucht zum Rindschneiden. Ja. Das ist auch so ein bisschen Spezialität von mir. Also Vögel wirklich im Flug. Ja gut, das ist schwer. Ich hab, ne? Ist eigentlich einfach. ich hab zu Hause 7 Nistkästen hängen und die sind immer fast alle voll. Okay. Und meine Frau steht wirklich im Garten mit dem Stock, mit dem Tennisball. Und ich fokussiere einfach vor und die Vögel fliegen immer dasselbe Weg. Und wenn man weiß, wo die sitzen, oder ich fokussiere immer so 20 cm vor den Nistkasten, dass man Nistkasten nicht sieht. Ja. Aber die springen raus wie ein Torpedo und dann machen die Flügel auseinander. Und dann machen die ungefähr so ein Stück vom Nistkasten. Ja. Meine Frau einen Tennisball hin, ich fokussiere drauf, mache Dauerfeuer, sitze dann da im Garten mit einem Glas Bier. Das sind die Geißen. Im Prinzip ist es einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ja. Und wirklich, und gerade die Meisen, die haben so die Angewohnheit, die fliegen immer wirklich denselben Weg. Okay. Und die Hälfte der Vögel hält immer kurz vorher irgendwo an, heilt, ob Nest frei ist und fliegt dann in Nest. Und wenn du das mal raus hast, wenn du die so 20 Minuten beobachtest, da weißt du immer, wo die halten. Das Foto ist einfach vorfokussieren. Okay. Und warte, bis sie kommen und fotografierst mit Dauerfeuer. Ja, gut. Wenn man weiß. Ich mach das schon ein bisschen länger. Und das ist halt immer mit der Technik, wie gesagt, dann auch die 42 Megapixel, da kannst du die Vögel rinschneiden, die sind immer noch gestochen scharf, das ist schon geil. Ich fotografiere fast kein Menschen, deswegen Natur und. Ja, das ist so.
Ja gut, Menschen ist auch nicht meines. Also ich mache ab und zu halt von meiner Tochter. Ja, wenn wir im Urlaub sind, die ist jetzt 5. Ist optimal, aber mehr. Ja. Ich habe noch große Vorteile, ich bin selbstständig, ich habe eine Schlosserei, ich bin Schlossermeister. Okay. Dann habe ich alles für die Firma. Ja gut. Wirklich, der Steuerberater, der guckt alles, aber ich habe mal gesagt, dass 1728, ich muss ja die Geländer fotografieren, die mir bauen und so. Das heißt, wenn Finanzamt sich beschwert, dass ich